gestatten, dass ich mich vorstelle. Rüdiger, Ritter Rüdiger, der gute Geist von Ehrenberg. Ich habe so viel Schurken schon gesehen. Jahrhundertelang kamen sie in Scharen an und trotzdem konnte keiner lang bestehen. Weil so ein guter Geist Schufte in die Schranken weist. Ich schwebe durch die Mauer und erzeuge kalte Schauer. Sie versuchen es mit List, aber ich bin einfach schlauer. Ja, ich habe Ehrenberg beschützt in den letzten Jahren. Das hat Ehrenberg genützt. Jeder soll's erfahren. Ich bin der gute Geist, der sie dem hier beweist. Wird einer richtig kreist, dann kommt der gute Geist. Ja, und jeder weiß, wie dieser Geist heißt. Ja, Ritter Rüdiger. Ja, und jeder weiß, wie dieser Geist heißt. Hoppala. Kampf am Geisterstein ging's um Tod oder Leben. Nebukadnezar hat geflucht, manchen miesen Trick versucht. Da gelang es mir, in ihn hineinzuschweben. Erst hat er blöd gewitzelt, dann hab ich ihn in die Flucht gekitzelt. Dann kam allzu bald Raubritter Moritz von Greifenwald. Dem hab ich dann das Burgtor vor der Nase zugeknallt. Ich habe Ehrenberg beschützt in den letzten Jahren. Das hat Ehrenberg genützt. Jeder soll's erfahren. Ich bin der gute Geist, der sie dem hier beweist, der alles niederreißt. Ich bin der gute Geist. Ja, und jeder weiß, wie dieser Geist heißt. Ritter Rüdiger. Ja, ja, ja. Und jeder weiß, wie dieser Geist heißt. Ja, hatschikuppala. Naja, ich geb's ja zu, der Drache Feuermal hat auch manchmal geholfen. Und der schlaue Esel Zacharias. Ja, auch das Burgfräulein Isabella. Die ganze Familie des Bauern Konradin. Und sogar der kleine Babydrache Juhui. Also müsste man wohl eher sagen, haben Ehrenberg beschützt in den letzten Jahren. Das hat Ehrenberg genützt. Jeder soll's erfahren. Zwei Drachen, groß und klein, ein schlaues Eselein. Und all die Freunde ließen diesen guten Geist gar nie allein. Ja, und jeder weiß, wie dieser Geist heißt. Ja, Ritter Rüdiger. Ja, und jeder weiß, wie dieser Geist heißt.